ihr kennt eure Haut am besten, tut eurer Haut das gut, was ihr wisst, was es gut tut. Ich weiß nicht. Ich habe noch nichts gegessen. Ich hatte nur eine halbe Tasse Kaffee. Ich bin einfach... Ich kann nicht mehr sprechen. Einige von euch haben unter Videos und Instagram-Bildern kommentiert und sich gewünscht, dass ich mal eine Pflegeroutine fürs Gesicht mache. Oder eine Morgenroutine in dem Sinne. Ja, es ist morgens. Ich bin aufgestanden, habe mir gedacht, okay, ich zeige euch mal, was ich so mit meinem Gesicht morgens anstelle, was Pflege und Reinigung und so weiter angeht. Für den Sinn des Videos werde ich euch alle Produkte zeigen, die ich für mein Gesicht verwende zum Reinigen und Pflegen, damit ihr natürlich seht, was ich morgens und abends verwende. Ich benutze keine Produkte speziell nur abends oder speziell nur morgens. Es wechselt sich immer in regelmäßigen Abständen und es kommt immer darauf an, wie ich den Tag geplant habe und ob ich mich schminke oder nicht. Außer meiner Gesichtscreme benutze ich so gut wie nichts davon zweimal am Tag. Immer nur einmal am Tag. Einfach nur aus dem Grund, weil ich mein Gesicht kenne und meine Haut sehr gut kenne und weiß, dass sie sehr schnell überpflegt wird. Deshalb passe ich immer auf, dass ich einen regelmäßigen Abstand zwischen dem Auftragen habe. Heute habe ich Folgendes vor. Ich drehe heute so gut wie den ganzen Tag, auch mit den Jungs. Was bedeutet, ich muss eine schöne Grundierung fürs Gesicht haben. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig bei jedem Make-up, egal ob Augen-Make-up oder Rouge oder was auch immer. Ich finde, am allerwichtigsten ist eine gute Foundation. Eine gute Foundation beginnt aber schon bei der Pflege. So, als allererstes stelle ich euch dieses Ding hier vor. Das packe ich mal aus. Das ist meine Clarisonic-Bürste. So, als allererstes muss das Gesicht, oh, tut das gut, nass sein. So. Also, jetzt kann man sich natürlich entscheiden, was für eine Reinigungscreme oder Reinigungsmilch oder Reinigungsseife man fürs Gesicht benutzt. Ich habe hier drei Varianten. Alle drei sind total verschieden, aber helfen mir jedes Mal sehr gut. Ich benutze dann immer natürlich nur eins, nicht alle drei auf einmal. Kommt immer darauf an, wie sich meine Haut anfühlt und ob ich Frische brauche, Tiefenreinigung oder... Was auch immer, es kommt mit... Oh shit, mein Nagel ist gerade abgegangen. Fuck. Das kommt davon, wenn man zu lange wartet, bis man sich die Nägel auffüllen lässt. Ich habe zum einen den Ultra Facial Cleaner von Kiehl's. Kiehl's kann ich nur empfehlen. Ich benutze viele Produkte von Kiehl's, die werdet ihr auch im Laufe des Videos sehen. Kann ich nur empfehlen, die sind sehr gut fürs Gesicht, jedenfalls für mein Gesicht. Und direkt vorab, falls euch ein Produkt hier gefällt, ich werde unten alles natürlich in der Infobox verlinken, geht mal zu einem Laden, also Kiehl's, und fragt mal nach Pröbchen. Die haben meistens für jedes Produkt kleine Pröbchen, damit ihr das mal ausprobieren könnt. So, das ist der Ultra Facial Cleanser. Den benutze ich viel regelmäßiger als die anderen beiden Sachen, die ich euch gleich zeigen werde. Einfach nur, weil der sehr standardmäßig ist und reinigt, meine Haut beruhigt und wirklich, wirklich mir keine neuen Pickel gibt. Es gibt so viele Reinigungssachen, die mir viel mehr Mitesser wieder bereiten, als dass sie mir mehr helfen. Wenn ich mehr Frische haben möchte, für den Tag verteilt oder für den Abend oder egal wann ich mein Gesicht nun einmal reinige, abends oder morgens, und ich möchte einfach viel mehr Frische im Gesicht haben und eine kühlende Wirkung haben, weil ich zum Beispiel mich aufgedunsen fühle, weil ich Pickel bekommen habe, die brennen oder wehtun, dann benutze ich am allerliebsten von Kiehl's den Blue Herbal Gel Cleanser. Ach, das sind so viele Namen. Das nächste Produkt ist nicht von Kiehl's, sondern von einer anderen Marke, die ich auch sehr gut finde, von Origins. Das ist dieses hier. Es ist tatsächlich eine, ich werde das mal hier auf Englisch vorlesen, Foaming Deep Cleansing Mask with Green Tea, Spirulina and Spinach. So. Das Gute an diesem Produkt ist, dass das ein 2-in-1 Produkt ist. Einmal könnt ihr das einfach nur als Reinigungsschaum verwenden oder als Schaummaske. Jetzt fragen sich natürlich einige von euch, warum verwendest du zur Reinigung drei verschiedene Produkte und dann auch noch von zwei verschiedenen Marken? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich bemerkt habe, dass mein Gesicht eine Bitch ist. Meine Haut jedenfalls. Mein Gesicht ist eine Bitch. Geiler Spruch irgendwie. Meine Haut ist eine Bitch. Sie möchte immer wieder was anderes haben, je nachdem, was sie gerade braucht. Die Bürste mache ich natürlich auch nass. So. Das Produkt kommt drauf. Wie ihr seht, das ist halt so wasserartig, flüssig. So. Oh Gott.
Und ich hatte ja eben davon gesprochen, dass ihr... Bei diesem Produkt, und das ist mir gerade leider wieder eingefallen, ist es wichtig, dass ihr über dem Waschbecken hängt und die Augen schließt, denn das Produkt kann in den Augen brennen. Also, ich wandere, Gott, das geht wahrscheinlich hier alles schief, ich wandere von der Stirn zu den Wangen, über die Nase und die Lippen und dem Kinn bis hin zum Hals und dem Dekolleté. Ganz wichtig bei dem Teil ist, nicht zu doll auf die Haut drücken. Ihr sollt wirklich nur ganz leicht wie Schmetterlingsflügel ganz leicht über die Haut fahren, nicht drücken. Ihr tut damit eurem Gesicht und eurer Haut nichts Gutes. Das ist eher so, als würdet ihr über euer Gesicht kratzen und alles aufschürfen. Tut das nicht. Deswegen ganz, ganz langsam und ganz leicht drüber fahren. So, dann wird das Ganze natürlich schön ausgewaschen. Ich muss mich gleich, wie schon gesagt, schminken, vor allem auch mit viel Make-up, weil ich den ganzen Tag drehen werde. Deshalb zeige ich euch jetzt heute nur die Masken. Ich werde sie jetzt nicht selber drauf tun, aber ich zeige euch mal die Masken, die ich gerne benutze. Zum einen habt ihr ja schon mitbekommen, das hier ist einmal die Maske, diese Schaummaske, die ihr auch als Reinigungszeug verwenden könnt. Dann habe ich hier ein Produkt auch von Origins. Das ist jetzt schon die zweite Tube, die ich habe, die jetzt auch schon wieder fast leer ist. Die habe ich bereits in einem anderen Video hoch angepriesen, einfach nur, weil sie mir sehr geholfen hat, wenn ich Pickelausbrüche hatte. Vor allem, wenn es Pickel waren, die dick und groß waren, angeschwollen und wehgetan haben. Diese Maske hat eine sehr beruhigende Wirkung, eine sehr frische Wirkung auf das Gesicht. Deswegen benutze ich die hier unheimlich gerne, wenn ich merke, dass mein Gesicht aufgebläht ist und mit Pickeln übersät, was ja mal durch Hormone passieren kann oder durch Stress. Das benutze ich auf jeden Fall unheimlich gerne, wenn ich diese Art von Stress oder Pickel habe. Zum anderen, welche Maske ich auch gerne benutze, und zwar nach dem Workout. Ich mache oft Sport. Und es kommt auch oft vor, dass ich beim Sport rot anlaufe, weil ich mich sehr doll anstrenge. Der Blutkreislauf wird angeregt und plötzlich kommen Pickel raus nach dem Sport. Das ist mir sehr oft aufgefallen, denn durch den Schweiß wird die Haut gereizt und durch das Anstrengen und Pumpen und ich weiß nicht, das Blut rauscht durch das Gesicht die Blutzirkulation wird so angeregt, dass dann plötzlich so viele Pickel rauskommen. Und um diese Breakouts, so nenne ich sie, zu vermeiden oder um das Gesicht zu beruhigen und zu reinigen, benutze ich vom Body Shop diese Seetangmaske mit ionischer Tonerde. Nachdem ich es immer abgespült habe, bemerke ich einfach, dass mein Gesicht sich beruhigt hat und erfrischt ist. Wie ich gerade bemerke, ich habe sehr viele Produkte, die vor allem eine sehr erfrischende Wirkung haben, einfach nur, weil ich es mag. Die Masken benutze ich jetzt nicht, aber ihr wisst jetzt, welche Masken ich gerne benutze. Außer Masken, die ich zum Beispiel auch selber gerne mache. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, deswegen werde ich das hier nicht nochmal wiederholen. Das Video mit den selbstgemachten Masken, die sich jeder selber machen kann, die findet ihr unten in der Infobox, falls es euch interessiert. Kommen wir zu den Gesichtcremes. Es gibt ja Tages- und Nachtcremes. Ich habe nur eine Tagescreme. Ich halte nichts von Nachtcremes. Hilft mir nicht, wirklich nicht. Bisher ist mir aufgefallen, dass viele Nachtcremes sehr fettig sind und das tut meinem Gesicht nicht sehr gut. Meine Gesichtscreme ist die von Kiehl's, die Ultra Facial Cream. Die mag ich sehr gerne, einfach nur, weil sie nicht penetrant ist, neutral riecht, meine Haut Feuchtigkeit spendet, erfrischend ist. Das hier hat von dem pH-Wert das beste Ergebnis für mein Gesicht erzielt, welches ich überhaupt mir wünschen kann. Deswegen benutze ich diese Creme wirklich gnadenlos jeden Tag. Und das kommt dann ganz normal aufs Gesicht. Ich bin auch ziemlich großzügig. Ich mag es nicht zu knausern, wenn ich ganz genau weiß, meine Haut braucht heute einfach ganz viel Creme, Feuchtigkeit und Pflege. Dann benutze ich auch genug davon. Vergesst nicht den Hals, der gehört auch dazu. Schön runter zum Dekolleté. So, das nächste, was ich mache, das mache ich jetzt erst seit ein paar Wochen. Und nach ein paar Wochen ist mir schon aufgefallen, dass das wirklich hilft und gut ist. Und zwar die Massage. Dadurch bekommt man weniger Kopfschmerzen und die Haut wird dadurch nicht so schnell schlaff. Das, was ich immer mache, und das sieht jetzt komisch aus, ist, ich gehe von hier unten, hier hoch, und ziehe das, was ich eben hochgezogen habe, an den Seiten
am Gesicht, also hier, wieder runter. Ihr müsst euch vorstellen, dass unter eurer Haut eine gelatineartige Masse ist. Und in der gelatineartigen Masse sind kleine Körnchen. Und diese Körnchen müssen raus, damit ihr keine Dellen im Gesicht habt, damit eure Haut schön glatt ist. Und ihr müsst sie also schön hier quasi rausdrücken und rausmassieren. Ihr könnt sie nicht einfach hier oben hindrücken und da oben lassen. Deswegen nehmt ihr die Stellen wieder und drückt das Ganze hier runter. Zum anderen nehme ich natürlich auch meine Stirn. Da ich sehr oft so grimmige Falten habe zwischen den Augenbrauen, muss ich öfter mal hier einfach mal zwischen den Augenbrauen an der Nasenwurzel greifen und hoch zum Haaransatz, dann rüber, bis rüber zu den Augenbrauen, bis zur Schläfe. Ich habe auch eine Augencreme. Ich habe mich bisher noch nicht getraut, eine andere Augencreme zu verwenden, außer die von Clorence. Es gibt eine sehr gute Augencreme von Kiehl's. Ich habe mir jetzt Pröbchen geholt, um das auszuprobieren, denn auch wenn ich bisher alle Produkte super fand, bin ich immer etwas vorsichtig, was mein Gesicht angeht. Bevor ich jetzt so viel Geld ausgebe für so ein kleines Tübchen Augenserum, wollte ich gerne erst ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Durch diese Augencreme, und ich empfehle euch eine Augencreme, egal welche euch am Ende gefällt, es ist wirklich wichtig, die Augen gut zu pflegen, damit sie nicht dunkle Augenränder bekommen oder zu schnell Falten bekommen. Oder wenn ihr zum Beispiel auch Concealer verwendet oder Foundation, dann muss ja aber auch um die Augen die Foundation auch gut haften, gut halten und frisch aussehen und nicht nach einer Stunde klumpig werden. Deswegen ist eine gute Pflege wichtig. Ich habe noch ein anderes Produkt, welches ich gerne für meine Gesichtspflege benutze, die keine Gesichtscreme ist, sondern ein Gesichtsöl. Und das ist wirklich einer der goldenen Schätze, die ich habe. Das ist auch von Kiehl's, der Daily Reviving Concentrate. Es ist also ein Konzentrat fürs Gesicht, einfach nur um das Gesicht wieder aufzubauen. Dieses Konzentrat ist wirklich, wirklich super. Ihr braucht nur ein paar kleine Tröpfchen und müsst das nur aufs Gesicht verteilen. Ich benutze das entweder zwischendurch, wenn ich nicht geschminkt bin, wenn ich einfach merke, meine Haut zieht so komisch, ich brauche irgendwas, dann benutze ich dieses Öl. Oder abends. Morgens benutze ich es eher selten. Wirklich nur, wenn ich merke, die Creme bringt mir heute gar nichts. Ich brauche einen Vitaminboost fürs Gesicht. Das ist auch schon alles. Das war meine ganze Routine für morgens und für abends mit all den Produkten, die ich zurzeit wirklich benutze. Wie gesagt, in regelmäßigen Abständen, immer wieder, je nachdem, was meine Haut gerade braucht. Ich sage immer gerne, das, worauf meine Haut heute Appetit hat oder worauf sie gerade Hunger hat, das gebe ich meiner Haut dann gerne, damit meine Haut zufrieden und glücklich ist und strahlt. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch irgendwie Infos vermitteln können, die ihr braucht, oder euch Anregungen geben können für Produkte oder Marken, die ihr jetzt vielleicht mal ausprobieren wollt. Vergesst nicht, benutzt erst Pröbchen, bevor ihr den ganzen Tiegel oder die ganze Dose oder die ganze Tube kauft. Probiert erstmal ein bisschen aus und kauft euch dann das ganze Produkt, damit ihr wirklich sicher sein könnt, dass euer Geld gut investiert ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch Fragen oder Anregungen. Die könnt ihr gerne unten in die Kommentare tippen. Ansonsten bleibt positiv, bleibt munter und frisch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.